Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Maps mit dem Justus. Hallo. Und dem Sebastian, ja, das bin ich. Heute mal ohne den Alex oder den Justo. Justus. Marvin. Sorry, Justus, du bist ja da. Mhm. Genau. Ohne Alex und Marvin. Ja, keine Ahnung, die beiden haben gerade keine Zeit. Ja, aber dann muss ich leider jetzt irgendwie mit Justus auskommen. Ist zwar scheiße, aber. Mhm. Total. Ich weiß auch nicht. Ja. Muss ich echt noch gucken, wie ich das jetzt irgendwie überlebe hier. Ja, total. Das wird kritisch. Oh, oh, oh. Ich fällt schon beim ersten Sprung. Was ist denn da jetzt los? Ey, ich. Alles wird gut. Alles wird gut. Alter, was ist das denn? Hyperventilierendes Walross oder what? Ja. Nein! Oh, ah, ich hab ein neues Walross. Gerade aus dem Zoo zugestellt bekommen. Ich dachte schon, du machst jetzt weiter mit. Ich hab ein neues Walross in der Hose oder so. Aber so bist du natürlich nicht drauf. Das, will ich nicht. Ist natürlich klar, dass du nicht so. Da ist schon mal die Giraffe gut beschäftigt. Nee, also so bin ich nicht drauf. Ne, meine Giraffe ist schon gut genug beschäftigt. So war. Das kann nicht wahr sein. Ich hasse diese. Ich hasse diese Sprünge hier, weißt du? Ja, Da kriege ich immer einen Kackhals, weil ich das nie schaffe. Nein! Ja. Ich wollte weiterspringen, dann schaust du da. Ich habe einen Schrock bekommen und bin wieder zurück. Du hast einen Schrock bekommen? Schrock, ja. Ah, okay, einen Schrock, ja. Ja, kriege ich auch öfters, weißt du, so. Dreimal täglich. Da hole ich mir auch einen Schrock. Alter, boah, da wäre ich fast schon drüber. Oh, bam. Jumped. Das wäre etwas uncool gewesen. So, pass auf. Ich habe gehört, ich mache das jetzt hier. Ach, verdammte Scheiße. Leck mich doch an der Poperze. Holst du dir eigentlich die PlayStation 4? Glaub nicht. Ich weiß noch nicht. Ich habe mich um echt so irgendwie gar nicht mit der auseinandergesetzt. Weil ich ja eigentlich generell kein Consolero bin. Alter Vater, leck mich am Arsch. Weil ich ja generell kein Konsolenspieler bin, aber. Ja, ich habe mich über die immer darauf gefreut, wie so ein Verrückter und. Weil es einfach PlayStation ist oder wie? Ja, und jetzt wurde es angekündigt und ich habe mich noch überhaupt nicht erkundigt. Ich weiß nur, dass ein Controller irgendwie ein Touchpad hat. Ja, siehst du selbst, das weiß ich nicht mal mehr. Also ich. Ja, auf dem Controller ist ein Touchscreen drauf, so ähnlich wie bei der PS Vita. Okay. Ach, das ist dann so ähnlich dann wieder bei. Wie bei der Wii U, dass man das dann irgendwie in den Spielen mit einbinden kann oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie ist es so, dass. Alter, ich spiele nicht mehr so viel Konsolen, weil. Ich weiß auch nicht. Du uns hast, ne? Ja, klar. Das ist natürlich klar. Nee, auf Konsolen kannst du irgendwie nur momentan, was das kannst du, kannst schon andere Dinge spielen, aber das Einzige, was mich momentan auf den Konsolen interessiert, ist Call of Duty und Call of Duty zocke ich irgendwie momentan nicht mehr so. Mhm. Boah, ich hab's geschafft. Wirklich? Ach so, ja, da. Ich bin jetzt hier. Weiter. Ich war noch nie weiter. Ganz easy da bis jetzt. Im Offscreen, da habe ich sogar schon. Einmal kurz bis. Nein, und dann drücke ich aus diesem Schiff, dann geht er ja nicht mehr weiter hoch, oder? Ach, du bist bei dieser Leiter da? Bei dieser Leiter, wo. Da darfst du nicht mit Shift arbeiten, sondern du musst auf die Leiter springen und direkt weiterspringen. Ach, verkorkste Scheiße, jetzt regnet's. Du musst versuchen, dass du nicht anhältst, sondern halt direkt weiterspringst. Dass du halt sprintest und da drauf springst und dann direkt weiterspringst, im Prinzip. Also, ja, ist auch schwierig zu erklären. Also, wenn man Shift drückt, dann bleibt man auf der Leiter stehen, ne? Nee, du darfst nicht auf der Leiter stehen bleiben. Du musst. Warum nicht? Du musst direkt weiterspringen. Ich habe das auch zigmal versucht, da bin ich jedes Mal, hab auch irgendwie was mit Shift versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Du musst anscheinend direkt weiterspringen. Aber da hat es auch dann geklappt bei mir. Ah, endlich bin ich mal ein bisschen weiter, so. Na,
Hier, pass auf, warte. Eben habe ich die ganze Zeit... Oh, Leute, nicht wieder runter. So, pass auf. Jetzt habe ich gehört, ich mache das. Ja. Du musst direkt weiterspringen. Nicht aufhören oder sonst irgendwas. Alter, wenn ich jetzt nicht habe, jetzt verkacke. Dann kriege ich aber gleich einen Kackreiz hier. Das möchte ich jetzt packen. Nein! 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 Ah. Wir stöhnen hier um die Wette. Alter, jetzt geh nicht immer ins Sichtfeld, da habe ich keinen Bock drauf. Alter, Vater, jetzt. Wenn man das so hastig macht, dann hat man schon direkt verloren. Das ist richtig. Jetzt sage ich mir, jetzt schaffe ich das, jetzt schaffe ich das. Ja, ich schaffe mir das. Ja, du generell schon mal gar nicht hier. Verdammt. Oh Mann. Ich glaube, bei dir sieht es aber auch nicht wesentlich besser aus. Doch, ich habe es doch eben, habe ich es ja wirklich fast geschafft. Aber dann bin ich an diesem letzten, oder nicht, an diesem vorletzten Sprung gescheitert. Ach, und dann erwische ich die Leiter nicht. Ja, passiert öfters im Leben, ne? Dass man die Leiter nicht erwischt. Und dann ist das der Fuß gebrochen. Ja. Pass auf, jetzt schaffe ich das hier. Nein, ich hab, Mann, der hat den Doppel-Dings nicht angenommen, das Sprint nicht angenommen. Fuck die Wand an. Menno. Egal. Jetzt habe ich gehört, jetzt machen wir beide das direkt. Jetzt in Ach den Gott. Wenn man Leertaste gedrückt hält beim Klettern, springt er dann ab. Das kann nicht wahr sein. Aber wenn man Leertaste gedrückt hält beim Klettern. Ich glaube, ich habe das Ding nochmal gedrückt einfach. Ohne irgendwas, besonders lass mich zu machen. Idiot. Ja, wenn wir uns jetzt schlagen, schaffen wir es nie. Das ist natürlich recht. Sehr weise Worte. Ich meine, du schaffst das ja eh nie, weißt du? Was du weißt, wir dürfen uns hier nicht auf den Senkel gehen. Spring. Wir müssen schon gucken, dass wir uns nicht gegenseitig... Ach Gott, ich dachte, ich stehe drauf. Jawohl. So, jetzt bin ich hier wieder. Warte, ich wechsle das mit dem eben zum Tag. Ach, am Arsch. Weißt du, wie man die Zeit einstellen kann? Nö. Muss ich jetzt wieder die ganze Helpliste hier durchsuchen? Menno. Alter. Gibt's doch gar nicht. 5. Weather. Time. Ach da. Set. Add. Und dann der Wert. Set. Lol. Ja, so geht's natürlich auch. So, ich hab gehört. Nein! Das. Wenn man da oben ist, wie weit muss man denn dann noch weiterspringen? Wo weiterspringen? Dann springt man auf dieses Ding da drauf. Ja, ich sehe das gerade nicht. Und dem Ding auf dieses Ding. Folge einfach dem Meister hier. Oha, der macht das jetzt ist ja richtig hässlich. Das wird ja richtig hässlich am Ende. Nö. Ja, das Ende wird richtig hässlich, Alter, wenn du da abkackst. Das geht das eigentlich alles, aber das ist halt immer das... Ach Mann, das ärgert mich jetzt gerade. Ich habe mich total verschätzt. Am Ende, die letzten Sprünge sind im Prinzip ganz einfach. Nur, ich habe... Alter, Vater, das kann doch nicht wahr sein. Nur, ich habe mich total verschätzt. Ich bin dann nicht auf die Leiter gesprungen, auf die man eigentlich springen sollte, sondern ich bin eiskalt gegen den Turm dann gesprungen, gegen die Blöcke. Und jetzt habe ich nicht mal mehr einen Doppelsprung gemacht. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Nein, dann habe ich nur einmal Sprung gedrückt. Ich stand schon drauf, ey. Wo drauf?
Ja, nach der Leiter, der Sprung, den ich eben nicht geschafft habe. Ach so. Dann schon auf diesem Turm drauf und habe noch aus Versehen einmal springen gedrückt. Ja. Kann man eigentlich, oder wird man, alter Vater, wird man auf der PS4 dann eigentlich auch PS3-Spiele spielen können?